Dann versucht es. In den dunkelsten Ecken der Galaxis, wo das Schicksal selbst an einem seidenen Faden hängt, spielten sich zwei epische Duelle ab, die das Herz der Star-Wars-Saga bildeten. Die Schlacht im Senatsgebäude zwischen dem weisen Yoda und dem diabolischen Darth Sidious und das feurige Duell zwischen Obi-Wan Kenobi und dem neugeborenen dunklen Lord Darth Vader auf der vulkanischen Welt Mustafar. Die Auswirkungen dieser Duelle sollten sich wie Schockwellen durch das Universum ziehen, das Schicksal formen und die Galaxis für immer verändern. Die Atmosphäre war geladen, als Bruder gegen Bruder kämpfte, Licht gegen Dunkelheit. Die Lichtschwertklingen knisterten und Funken flogen, als zwei Symbole der Macht sich in einem tanzenden Kampf gegenüberstanden, pur und unverfälscht in ihrer Form, ein Kampf, der nur einen Sieger kennen konnte. Nach dem Verrat der Klone und der Initiierung der Order 66 wurde die Zeit zu einem kostbaren Gut. Jede Sekunde zählte, da die verbliebenen Jedi im verzweifelten Wettlauf gegen die Sith ihre Kräfte aufteilen mussten. Die Entscheidung, wer welchen Sith Lord stellen sollte, wurde hastig getroffen. Yoda wusste, dass Obi-Wan keine Chance gegen Darth Sidious haben würde. Er entschied, dass Obi-Wan besser gegen Anakin gerüstet sei. Doch was wäre wenn? Diese Frage, so verlockend und gefährlich, öffnete eine Tür zu einem alternativen Schicksal. Was wäre, wenn Yoda derjenige gewesen wäre, der nach Mustafar gereist wäre, um Lord Vader zu konfrontieren? Was wäre, wenn die Rollen getauscht worden wären? Tatsächlich enthüllt der alte Palpatine seine Gedanken zu diesem Szenario. Er ist es, der offenbart, wer von beiden eindeutig gewinnen würde. Während der frühen Tage des Imperiums war Darth Sidious besorgt um seinen neuen Schüler, welcher nach seiner Niederlage gegen Obi-Wan schwer verletzt worden war. Die diabolische Maschine, gerade geboren. Noch immer gegen seinen Anzug ankämpfend, konnte der alte Sidious förmlich das Selbstmitleid Vaders schmecken. Vader litt, aber nicht auf die Weise, wie ein Sith es zu seinen Gunsten nutzen würde. Er schien abgelenkt, seine Konzentration in seinen Bewegungen anstatt bei der Sache. Es erzürnte ihn und so konfrontierte er Vader damit. Sei dankbar, dass es nicht Yoda war, der dich auf Mustafar gefunden hat. Es zeigt uns, wie überzeugt Sidious davon war, dass Yoda Anakin auf Mustafar besiegt hätte. Yoda, der wohl stärkste Machtanwender der hellen Seite, wäre im Gegensatz zu Obi-Wan bereit gewesen, Anakin zu vernichten. Er hätte nicht gezögert, im Angesicht des Ausgangs für die gesamte Galaxis Anakin eine wahrhaftige Lehre zu erteilen. Wie wir bereits in einem unserer letzten Shorts aufklärten, war Meister Yoda weitaus stärker als Anakin in Episode 3. Woran lag das? Schließlich wissen wir, besaß Anakin mit Abstand den höchsten Midichlorianerwert. Nun, ganz simpel gesprochen, Anakin hatte sein Potenzial zum Zeitpunkt 19 Jahre vor der Schlacht von Yavin noch lange nicht ausgeschöpft. Er hätte zum stärksten Jedi heranwachsen können, doch das Schicksal meinte es nicht gut mit ihm. Und Obi-Wans persönliche Beziehung zu Anakin verhinderte letztendlich dessen Tod auf Mustafar. Palpatine, voller Klarheit, war sich sicher, Yoda hätte Anakin sofort getötet, da er das Wohl der Galaxis über seine persönlichen Gefühle stellte. Wenngleich ihr Duell im Senatsgebäude mit Yodas Versagen verknüpft war, wusste Sidious, wie knapp die Sache letztendlich endete. Er musste all seine Macht aufbringen, um den grünen Gnomen zu bezwingen. Er lachte im Angesicht Vaders, nachdem dieser seine verhöhnenden Worte schlucken musste. Diese Worte hallten wie Donner durch Vaders Bewusstsein. In den Augen seines Meisters wäre Yoda siegreich aus dem Duell hervorgegangen. Die reine Macht der hellen Seite, gepaart mit 900 Jahren Erfahrung, hätte über das neugeborene Böse triumphiert. Yoda hätte keine Gnade gezeigt, kein Zögern, hätte Anakin getötet. Dieser Gedanke, dieser alternative Pfad des Schicksals, wurde zu einem Katalysator für Veränderung. Es veranlasste Vader, die Dunkelheit in sich selbst zu umarmen, den Schmerz als seinen Freund zu akzeptieren, ihn als Ansporn und Antrieb zu nutzen, statt als Schwäche. Die Narben seiner Vergangenheit und die ständigen Erinnerungen an seine Niederlage auf Mustafar wurden zu seinen Lehrmeistern, aus denen er eine Macht schöpfte, die von keinem anderen Sith Lord vor ihm erreicht worden war.
Er würde stärker werden, unbesiegbar nicht nur in der Macht selbst, sondern auch in seinem Willen und seiner Entschlossenheit. Seine Taten würden zu Legenden werden, seine Worte würden Furcht einflößen und seine Anwesenheit allein würde die Stärksten erschüttern. Die Rüstung, die ihn umschloss, wurde zu einem Symbol seiner unerschütterlichen Kraft und unzerbrechlichen Entschlossenheit, eine eiserne Festung, die seine wahre Natur verbarg. Er würde ein Sith Lord werden, vor dem die Jedi zittern würden. Eine unaufhaltsame Kraft, die für die nächsten 2 Jahrzehnte herrschen würde. Doch diese Herrschaft wäre nicht bloß eine der Unterdrückung und Kontrolle. Es wäre eine Herrschaft, die aus der tiefen Überzeugung seiner Vision entspringt, aus dem Glauben an eine Ordnung, die nur durch die harte Hand eines Meisters geschaffen werden könnte. Lange noch grübelte er über diesen alternativen Ausgang. Warum hätte er gegen Yoda verloren? Was war seine Schwäche? Was musste Vader tun, um sie auszumerzen? Die Worte von Sidious enthüllten nicht nur eine Wahrheit, sondern auch eine Lüge. Sie waren ein Schlag, aber auch ein Geschenk. Sie prägten den Weg von Darth Vader, führten ihn in die Dunkelheit und ließen ihn letztendlich als Legende wieder auferstehen. Yoda, der große Jedi-Meister, war ein Wesen von fast mythischem Ruhm und Respekt. Mit über 900 Jahren Erfahrung in den Wegen der Macht war er ein lebendes Beispiel für Weisheit und Hingabe. Sein Verständnis für die Macht war so tief, dass es für viele unergründlich blieb und seine Fähigkeiten im Lichtschwertkampf waren legendär. Yoda vertrat die philosophische Seite der Jedi und glaubte an das Gleichgewicht, die Kontemplation und die Selbsterkenntnis. In der Auseinandersetzung zwischen den beiden, Vader und Yoda, lag ein Konflikt, der weit über einen einfachen Kampf hinausging. Es war ein Clash von Ideologien, ein Spiegelbild der Kräfte der hellen Seite und der dunklen Seite. Ein Duell, das die Essenz der Macht selbst offenbarte. Vader, gequält von seinen Ängsten und Unsicherheiten, sah in Yoda eine Verkörperung dessen, was er vielleicht hätte sein können, wenn er einen anderen Weg gewählt hätte. Der weise Meister Yoda sah in Vader ein tragisches Beispiel dafür, wie Talent und Potenzial durch Fehlentscheidungen zerstört werden können. Das Rätsel, das Vader in diesem hypothetischen Duell mit Yoda beschäftigte, war mehr als nur eine Frage von Stärke oder Schwäche. Es war eine Frage der Identität, des Verständnisses seiner eigenen Natur und des Platzes im Universum. Yodas Weisheiten und Anakins Potenzial stellten ein Dilemma dar, das Vader ewig begleiten würde. Er grübelte, analysierte und suchte Antworten, aber vielleicht war es gerade diese ständige Suche, die ihm die Einsicht verwehrte. Die Wahrheit war nicht nur in der Stärke oder im Sieg zu finden, sondern im Verständnis von sich selbst, im Akzeptieren seiner Unvollkommenheit und im Erlernen der Tugenden, die Yoda so meisterhaft verkörperte. Doch was meint ihr, Freunde? Wir wissen, der Kampf zwischen Yoda und Anakin ist eines der spannendsten Was-wäre-wenn-Szenarien für viele Star-Wars-Fans. Wer würde gewinnen? Ab damit in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Hashtag 212. Gemeinsam sind wir stark.